Schön. Wir spielen heute ein Gruselspiel, nämlich Geist. Geist. Es geht um Wortschatz. Ein Wortschatzspiel. Ein Wortschatzspiel. Aus der Kategorie Wortschatz. Richtig. Aus der Kategorie Bildung. Also, es geht darum, dass die Spieler reihum einen Buchstaben sagen. Und diese Buchstaben müssen ein Wort ergeben. Der Spieler, der ein sinnvolles Wort beendet, hat verloren. Man muss also versuchen, immer noch länger werdende Worte zu bilden. Ist also auch egal, ob das Wort noch länger gehen könnte. Ja. Kranich geht nicht, weil schon Kran ein Wort ist. Da ist schon zu Ende. Es gilt der Duden. Ne? Und also, haben wir den Duden da? Also, oh Gott, deutsche Worte und Urban Dictionary. Deutsche Worte, Urban Dictionary und dein Telefonbuch. Und Dinge, die im Duden stehen. Die Nachschauen. Aber Namen. Auch Namen? Oder was? Ja, Namen schon auch. Ja, aha. Klar. Ja, aber dann ist es schwer. Dann ist Redacina und so. Ja, den habe ich schon mal kennengelernt. Redacina, musst du das zeigen. Shit Dynasty. Nein, musst du das beweisen. Aber der Name, der keine Namen. Ist abgelehnt. Aber Rudolf, crazy, gibt es zu komische. Es wird so oder so jedes Mal zu Streit kommen. Ja. Also, ob wir jetzt Namen mit einbeziehen. Aber lass uns lieber Namen rauslassen. Okay, aber der Clou ist ja. Jeder hat drei Leben oder umgekehrt, man verliert ein Drittel seiner Lebensenergie. Wann verliert man ein Drittel seiner Lebensenergie? Wenn entweder man ein Wort bildet, man blufft und aufgedeckt wird. Wie funktioniert das? Also wenn jemand jetzt sagt, einem fällt nichts mehr ein und man sagt einfach oh, ohne dass man sich dabei ein Wort gedacht hat, kann entweder der Nächste auch weiter blöffen und hoffen, dass es nicht funktioniert. Oder er sagt, nein, ich glaube dir nicht, ich glaube, du hast geblufft. Gedacht. Das ist das Schlagwort. Und dann musst du dein Wort präsentieren. Und wenn du keins hast, bist du raus. So, wenn du alle drei Leben verloren aber man sollte hast. Ja, warum sollte man denn aufgeben? Das macht ja gar keinen Sinn. Aufgeben ist relativ selten. Man wird halt, aber wenn man der Spieler sich tatsächlich ein Wort dabei gedacht hat und das nennen kann, verliert derjenige ein Drittel seiner Lebensenergie. Oder ein Viertel, ein Viertel seiner Lebensenergie, wenn er zu Unrecht Bluff gecallt hat. Drei. Und jetzt kommt der Clou, warum das Spiel Geist heißt. Wer drei Leben verloren hat, wird zum Geist. Und automatisch ist er nicht mehr existent für die anderen aber auch Spieler. Aber man muss sich ja merken, wer drei Leben schon verloren hat. Natürlich. Also? Okay. Und wenn du dann raus bist... Sag nicht, ich bin jetzt Geist. Du darfst nicht mehr, du darfst nicht mehr auf diese Person. Boah, das ist aber hart. Nee. Man sagt's. Wie man sagt. Man sagt, ich bin jetzt Geist. Nee. Gunnar meinte gerade, dass wir uns merken müssen, wann der Erste raus ist. Ja, aber das merkt man, also kann, ja. Ja, wir sagen das muss man, schon. Merkt man sich doch, wer hier drei Leben verloren hat. Ich tue einfach so. Das ist schwer, das könnte interessant werden. Wir schauen mal. Okay, man darf nicht mehr auf den Geist reagieren, wenn man auf den Geist reagiert und wenn er nur sagt, reich mir mal das Wasser und du reichst ihm das Wasser, verlierst du ein Leben. Mhm. Wer als letztes noch sein Leben hat? Wenn der Geist jetzt brennt, dürften wir ihn nicht löschen. Richtig. Oder wenn ich jetzt, du kannst ihn löschen, aber dann verlierst du ein Leben. Aber wenn der Geist, wenn ich jetzt Geist wäre und ihm richtig eine Runde hauen würde, dürfte er auch nichts sagen. Nichts sagen. Nein. Okay. Nee, Moment. Der Geist darf nicht, du bist ein Geist, du darfst andere nicht berühren. Ja, Geister können nicht berühren. Nein, kannst ja nicht, aber ich könnte jetzt zum Beispiel in seinem Getränk reinspucken als Geist und würde er nicht... Das geht. Ah, ein Speichel, du hast keinen Körper mehr. Ist ein schwieriger Punkt. Ich weiß nicht, ob Geister spucken können. Wie seht ihr das? Nein, er müsste so tun, als wäre nichts drin. Wollen wir ein Safe Word festlegen, falls ein Geist wirklich einen Herzinfarkt hat? Okay. Hilfe, ich habe tatsächlich einen Herzinfarkt. Das hat nichts damit zu tun, dass ich gerade ein Geist bin. Also, wer diesen Satz sagt, ändert ihn einfach leicht ab. Und was ist, wenn er ihn missbraucht? Gunnar wird's und kann ihn missbrauchen. Ich ändere ihn leicht ab. Du wirst in den Kommentaren gehatet. Aber wer das sagt, der kriegt auch wirklich eine Herzmassage. Egal, ob es dann stimmt oder nicht. Ja. Also, daran kann man auch sterben. Ne? Ich würde sagen, wir fangen erstmal an. Wie lange hat man denn Zeit? Ich sag, also 5 Sekunden. Ungefähr. Nach Ermessen. Chips Cola. Schnur? Du darfst nicht mehr reden. Okay, schnell. Los geht's. K. U. M. D. Ich glaube nicht, dass das ein Wort ist. Was? Kund? Woran hast du gedacht? Na, an Kumdasionia. Ja, es war ein Bluff, ich habe ein Leben verloren. Was ist das denn für ein Scheißbluff, ey? Okay, aber du darfst jetzt anfangen. Okay. E. L. B. Zu lang. Diese toten Augen. Das ist zu lang. Bäm. Jetzt ist es zu lang. Ja.
Sonst hätte ich ja auch noch länger überlegen können, ja, mit meinem Kumpt. Ja, hast ein Leben verloren. Aber ja, du hast auch schon nichts gehabt. Doch, Elbe. B habe ich doch gesagt. Elbe ist doch wieder Name. Elbtunnel hättest du sagen Elbtunnel können. Ja. Er hat Elbtunnel B gesagt. Ja. Er hätte jetzt T sagen müssen. Elbkönig. Also Elb ist noch. Wer ist denn der Elbkönig? Aber Elbenbogen zum Beispiel von Herr der Ringe. Ja, aber wenn sobald er E sagt, ist er vorbei. Aber er hätte zum Beispiel. Ja, das ist doch mir egal. P sagen können. Ja, das war ja richtig. Aber Elbe ist es nicht Name? Haben wir nicht gesagt, Namen gelten? Ja, nein, 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 nein. Das funktioniert so. Also, dem ist ja. Ach komm, es wäre ja nicht Elbe geworden. Pascal ist ein Mensch. Er hätte ein T sagen müssen. Das die ja, aber dann ist die Hälfte der Worte sind auch Namen. Dann kannst du auch nicht sagen, Watt. Ja, das ist ja auch ein Name, Watt. Ist einfach egal. Ich bin, warum guckst du mich an? Ich bin doch gar nicht. Ich hab doch gesagt, für Namen. Ja, ich bin für Elbe, aber gegen Jena Felendo. Portugiesischer Name. Sehr spezieller Einwand. F. Okay. So. Also, du hast ein Drittel deines Lebensenergie verloren. Ja. Jetzt fängst du an. F. I. N. G. E. Was möchtest du damit ausdrücken? Fingerleiter. Fingerleiter! Das ist ein Vorname. Aber da hättest du ja eh sagen müssen für. Achso, Finger. Fingerleiter. Fingerleiter. Zweites Leben verloren. Ja. Du bist der nervigste Geist aller Zeiten, das weiß ich jetzt schon. K. Was? K. L. E. T. T. I. Was soll das sein? Kletti. Kletti. Okay, wir haben einen Geist. Wir haben einen Geist. Das ging sehr schnell. Genau. Wir haben einen Geist. Du bist dran. M. Fuck, ey. Nee, ich weiß nicht. A. M-A. R. Z. B. Würde ich sagen. I. Oder? Du hast geblufft. Das stimmt nicht. Martialisch. Das war mit T. Warum sag ich nicht Marzipan, Alter? Oh, fuck. Gut. Yes. Das war halt. Bist du jetzt auch ein Geist? Bluff. Nö, ich hab nicht verloren. Oh, fuck. Ein Idiot. Yes. Was ist schon Geist? Okay, jetzt habe ich aber noch ein Leben. So, Mann, wie dumm ist das denn? Du hast auch nur noch ein Leben. Wir haben beide nur noch ein Leben. Oh, nee, du hast schon zwei also verloren. Das ist schwieriger. Ich habe eins erst verloren. Zwei hast du mir das verloren gesagt? Hast du das zu mir geredet? Oh Mann, oh. Ich habe doch gerade eben das erste erst verloren. Oh, okay, dann hast du noch zwei. Gut. Ich habe nur noch. Aber eins. Etienne hat schon eins verloren, oder? Fängst du an? Aber hast du nicht schon alle drei oder nicht? Weg? Du bist bei Kumpt. Ja. Dann hast du gerade. Ach nee, gerade habe ich ja verkackt. Also ich habe ich Kumpt ein gesagt? Ein Leben habe ich noch. Mit. Oh, das okay. R. Entschuldigung, was war das? T. Ja. R. I. P. S. P. E. Nee, S musst du mit einbauen, Flo. Ich hatte S gesagt. Drei. Zwei. Okay, ich nehm das Leben. Tripper. Tripper. Scheiße. Ich nehme nicht mehr rauskommen. Okay. Hä, wie? Er hat doch jetzt das Wort Band oder was? Z. O. L. L. Zoll. Ist schon vorbei, ne? Na, ich wollte Zollstock machen. Das ist der nächste Geist. Aber komm ich raus, ne? Aber hätte es jetzt gezählt, wenn ich T gemacht hätte? An. Fang an. H. A. A. E. Hä, was wolltest du sagen? Zeig ja, ne? 3, 2, das war ein bisschen eins, schnell, komm, zähl ein bisschen null langsamer. Ein bisschen langsamer zählen. Wie, du hast noch drei Leben, du, ne? Hast da was im Bad. Doch nicht. Aber sag doch du einfach, eww, welches Wort hast du gemeint? So ja, kannst du noch Punkte eww haben. H. H, A, was sind das mit 2 A? H. Mit dem R noch. Ja. Harr. Stimmt. Harr schreibt okay doch nicht mit 2 A. Hast du noch eins? Ich hab noch eins. Und wie viel hat Florentin noch? ich fang an. B. Hase wäre auch gegangen, zum Beispiel. Oh. Doppel-A. O, Gunnar. S. Ach, oh, shit, S. Ich war dran. S. B-O-N. Sag mal, kann es sein, dass wir ausgeschlossen wurden? U. Was hast du gesagt? U. K. Huckepack.
Was für ein Wort hast die du? Die Bonukation. Hä, Bonukation? Warum denn? Bonukation, was ist das denn? Hä, das ist Verhältnis von Marge und Profit. Aber was, wie war das, die Lösung? Das denkst du dir doch aus. Was hat er gesagt? Bonukation von Bonus. Was hat er gesagt? Ich weiß gar nicht. Bonukation gibt's nicht. Ey, Alter, du hast BWL studiert, ja? Soll ich das eben für dich googeln? Komm, ich google das für uns. Bonukation. Aber du darfst deinen ersten Buchstaben sein. Komm, du hast jetzt ein Leben verloren. Bono oder Bonukation? Okay, dann habe ich. Ich google das für euch. Hab ich noch zwei Leben. Okay, X. Y. Z. Alter, Bonukation gibt's! L. Dann können wir aufhören. O. P. H. O. Soll ich mal ein Nacktfoto? M. An was hast du denn gedacht? Schwierig. Xylophomania. Ah, das Musical aus den 80ern. Ja, ne? Ja, mit den 80ern. Wir sind nur noch zu zwei. Nein, ich habe nur eins. Habe ich wirklich? Ich habe das eine. Guck mal, findest du gut? Nein, wirklich. Ich habe das eine verloren mit hier martialisch und jetzt das Frag zweite. Du nach, du kannst noch überleben. Okay, also du hast das Nackte. Ich habe wirklich noch eins. Nacktfoto, okay, also du hast eins gegoogelt. Ich fange an. 1-1-2. Er hat Nacktfoto gegoogelt. Wie gut ist das denn? Fängst du an? Ja. Okay. P. Okay. Ich bin wieder A. Da. E. Packung. Aulen. Paulsen. L. U. I. Was hast du gesagt? K. A. Nee, das gibt's nicht. Das war ein Blöfflo. Krieg ich einen Schluck? Krieg ich einen kleinen Schluck von dir? U. Einen kleinen Schluck noch. Was ist denn... Nee, Pelikuh? Nee, glaube ich nicht. Ein Pelikaus. Ein was? Ein Pelikaus. Das ist so eine kleine Maus, Pelikan. Pelikaus oder Helikaus? Mischung. Du bist raus! Peli raus, Pelikaus. Jetzt sind drei Geister. Mann, dreimal mit den Scheiß. Also wie viele letzten Buchstaben? Eins. Eins ist kein Buchstaben. Okay. Wer hat bisher mehr von euch noch Leben? W. Mehrere auch nicht. A. E. R. Nein! Z. Das war's schon. War ist ein Wort. Aber er hätte das sagen müssen. Ihm nee, hätte das auffallen müssen. Nee, aber jetzt hast du verloren. Jetzt hast du verloren. Okay, wir haben die ersten Runden gewonnen. Das machen wir jetzt noch eine Stunde weiter. Aber war doch lustig. Ja, aber so als Aufwärmrunde war es okay. Wollen wir noch eine Runde spielen? Gerne. Bevor wir... Klar. Bevor wir nach Hause gehen, einfach. Und noch eine spielen. Wie lange hat es gedauert? 3 Minuten? 15. Okay. Mit Erklärung. 15 okay. Minuten? Ja, mit Erklärung 10 Minuten lang. Was? Was fängst du an jetzt, oder was? Er hat auf mich so ja, Gunnar, okay. Zugemacht. Na gut, T. I. Oh. L. G. U. N. G. Was? G. Schon fertig. Tilgung. So ein Fick-Scheiß immer mit Worten, aus denen man nichts anderes mehr basteln kann. Ja, ja da habe ich ja auch dran gescheitert. Tilgomania? Hättet ihr nicht Titten machen können? Nein. Ja, Tilgomania, das. Du musst den Buchstaben vorgeben. G. A. R. Das ist ein Wort. Was? Ja. Oh ja, stimmt. Keiner mag dich, weißt du? Also das ist aber echt kein richtiges Wort. Das ist kein richtiges Wort. Da muss man echt aufpassen bei diesen drei Buchstaben. Ja, okay, ja, scheiße. Na gut, na gut, dann ist es ein Wort. Dann ist es halt ein Wort, Flo. Dann ist es halt toll, danke nochmal. Wenn wir ihn auch ignorieren, wenn er kein Geist ist. Kann man schon machen. F. Nee, fällt ihm nichts ein. Das war ein Bluff. Glaube ich nicht. Oh. L. G. Das ist ein Wort. Volk? Folg mir. Imperativ. Oh Leute, jetzt ist komm, albern. Das ist aber, das ist doch das E nee, ist stimmt. Abgekürzt. Ja, du hast Imperativ Folge. Folge. Folg mir in ja, aber Folge. Da ist aber ein Apostroph dran. Aber das kannst du bestimmt, ja. Und was ist gar? Ja, gar nicht zum Beispiel. Oder das Essen, das Essen ist, gar. Ist gar. Ja, aber definier doch mal gar. Das Essen ist gar. Das Essen ist gar. Durch. Der Garheit. Man muss es definieren können, wenn man es gut durch. Solch erfundenes Wort. Das ist doch kein erfundenes Wort. Das sehe ich ganz und gar nicht so. Ja, also streitet ihr euch. Wer jetzt den, wenn Volk keins ist, dann bist du dran. Du ein Leben abgezogen. Nee, wieso?
Er kann noch was sagen. Ja, kann noch so ist aber hier, er hat ja dann einfach gesagt, stimmt L nicht. Und ich habe gesagt, ja, er stimmt, stimmt. Ich habe das gesagt, aber so. L sagt er jetzt. Ja. Zum Beispiel. Das wär, nee, er sagt das geht. Das geht. Naja, ich will, also, was, auch, haben wir jetzt irgend, auf irgendwas geeinigt eigentlich? Also, Volk, Volk, wir waren hier bei Wort. Volk, du bist dran. Ja, aber Volk ist doch ein Wort. Nein. Steht im Buch, steht bestimmt, man kann beides, sowohl E als auch L. Aber wenn wir jetzt verkürzten Imperativen anfangen, ist das eine Katastrophe. Dann ist ja auch Ans ein Wort. Ja, dann habe ich jetzt einen Punktverlust, weil ich Folge jetzt gesagt habe. Nee, du kannst aber noch was. Ja, du hättest was Kluges sagen können, hast du aber nicht. Aber können wir es generell darauf belassen, dass immer nur der Nächste solche Fehler. Okay, das ist gut. Ja. Immer der Nächste darf, und Etienne. Ne? Nicht, dass irgendjemand reinruft. Und auch das Wort stoppen? Auch das Wort stoppen. Immer nur der Nächste kann handeln. Der Rest ist, das ist Geist. Gut. Das ist sehr gut. Okay, ich hätte jetzt eh gesagt, weil mir es nicht. Okay, dann ich habe doch dreimal gesagt, sag L. Ja. Stimmt. Ja, aber dann ist Folge so oder so raus. Ja, so. Ja, sag ich doch auch schon. Ich hab gesagt, ja, mach weiter. Sag ich das aber schon. Ich habe fünfmal gesagt, du sollst L sagen, wegen folglich. Zum Beispiel. Ja. Ja, hat er aber nicht. Hat er nicht, weil er dich ignoriert. Ja. X. Och. Hatten wir doch gerade schon. Kannst du aber noch ein anderes ein Wort einziges Wort. Nein, da gibt's auch schon noch. Also bitte. E. N. O. N. Nee, das ist ein Bluff. Ja. Was hattet ihr denn für Wort? Xenophobie. Xenophobie, ja. Xenon war ich doch also richtig. Xenon ist ja auch schon ein Wort. Das ist aber so ein griechischer Gott, glaube ich. Okay. Ist das nicht ein chemischer Stoff. Ich war bei Xenoblade. Hau rein jetzt. Mann. L. A. Ja. R. War vielleicht ein bisschen schnell. Ja, was meinst du damit? Mit L-A-R meine ich Laminat. Lackierung. Schade. Verdammt. Ich guck ihn an, ich so Lars. Ich dachte noch auf Larissa, das sind ja beides Namen. Du Fox. Okay. Wow, Leute. Laron. Lari, Lari, ho. B. Kann man machen. Ui, aber nicht schlecht. Ja? Hattest du vorhin schon mal gefallen. N. Es gibt noch was. Das noch kein Wort ist. Ich hab was. Ich auch. Ich glaube, wir haben alle fünf, was. 5, 4, 3, 2, B. 1. Was? Nee, das ist ein Bluff. Nein, denn das Wort lautet. Bluffy Mac. Okay, du bist Geist. Wir haben bist du schon Geist? Was ihr? Bangbass hätte ich noch gehabt. Ist, nee, also Frage. Das muss man schon. Die Frage bist du. Vor allem ich hätte ja fragen können, was ich will. Florentin also. Mikro rutscht. Oh, tut mir leid. Toll. Dann an euch nochmal kurz. Er ist jetzt Geist, oder? Er ist Geist. Also, ich fange an mit N wie Nautilus. Das ist gut, dass du direkt ein Wort mit vorgibst, Lars. Das ist nett. Ah. Ja, und du hast reagiert. Ja, mal gucken, ob jemand kreativ ist. Aber du hast reagiert auf mich. Wieso habe ich auf ihn reagiert? Weil ich ja gesagt habe. Ja. Na gut. Ja. Ja, gut, dann hast du noch ein Leben jetzt, ne? Oder wie viele sind das? Hast du eigentlich schon mal deine Nasenhaare? Ich mag es nicht, Leute zu ignorieren. Das ist unhöflich. Das ist auch wirklich. Soll ich wieder anfangen, oder was? Wen ignorierst du denn? M. Leute M? Vor allem. Ich weiß nicht, ob ich in die Kategorie fall. Oh. N. A. Das ist ein Name. Oh, sorry. Darf man ja. Monat wohl? Lars, wird's ein T? R. C. Ich würde das ganz kurz zu dir sagen, weil Mona ist ein Name. Wir machen ja ohne Namen. Wir machen ja ohne Namen, insofern ist es raus. Ich zähle nicht mit. Wie ohne Namen? Ohne Namen. Ja, ohne Namen. Hättest du eine Larissa und Lars, auch, Lars machen können? Wir haben Namen doch gesagt, doch nicht. Ohne Namen. Ach so. Was bist du jetzt für einer? Echt, das Monarch-to. Ja, ich bin sowieso raus. Ich hab Schwachsinn gesagt. Okay, sorry, tut mir leid. Vor Monarch gekommen. Tut mir leid. Aber nicht so cool, ne? Deine arrogante Art. Ja, ja, kommt auch nicht gut an. C. H. I. A. Ja, das ist ein Wort schon. R. A.
C. K. Da möchte ich mal kurz... Charakter. Warum? Charakter? Schreibt man so. Nee. Nee. Mit K? Die Maus. Hab ich gesagt? Ja, du hast C gesagt. C gesagt. Character, ja. Character hast du gesagt. Ist falsch. Oh. Ein Punktverlust. Ja, habe ich halt K gesagt. Ja, nicht so funktionieren Spiele. Ja, habe ich als Tor getroffen. Mein Gott, ist mir auch egal. Gunnar? Vor allem hattet ihr überhaupt Character A als ich. Zweiten? Du bist Anfang. Oder hattet ihr A? Hattet ihr nicht A? Vielleicht hast du P. Du hast P gesagt. Ja. L. A. N. Ah. Ja. Sag ja. auch, na. Ja, ist schon ein Wort. Ich weiß nicht. Plan. Z. U. G. Ah. Ich habe an Zugabe gedacht. Okay, wir haben zwei Geister hier. Aber bin ich jetzt raus, oder was? Wieso hast du da nicht so ein Powerfrau-Band, Gunnar? W. Das ist ja wohl... Zählst du zu deiner weiblichen Seite inzwischen? R. S. D. Und dann hat er aber hier so zwei Schnürbänder, weißt du? Ja. Ein Powerfrau und zweimal... Ja. Nein, das gibt's nicht. Wieso? Was soll das sein? Es bringt nie was zu bluffen. Bluffen ist das Dümmste, was man machen kann. Was hat er denn gesagt? Weil ich habe eben richtig geblufft und okay. trotzdem verkackt, weil ich das Wort oder? Nicht hatte. Nee, ich habe noch eins. Ich habe noch ein Drittel. Okay. Nee, das war eigentlich, wenn man Geist ist und die Frage N. anders beantwortet. B. U N B. Oh Gott, das nervt ja so hart. I. Hä, was wollte er denn da jetzt haben? Ich hab überhaupt nicht. Nee, sag mal was. Was Unli? Gesagt wurde. Unlicht. Das ist ein Pokémon-Typ. Das ist eine Pokémon-Art. Unlicht. Meinst ernst. Du einfach Dunkelheit oder so? Nee, Unlicht. Ist der Unlicht. Oh, Leute. Ich hab an Unlieb gedacht. An was hast du gedacht? Ja, das ah, Scheiße! Nein, Schwau! Aber wieder hat Florentin gewonnen. Ich bin auch noch da. Ja, gut. Gunnar ist noch da. Aber das ist. Aber Unlicht geht. Gunnar hat gewonnen. Du hast es jetzt gerade gegoogelt. Wir sind beide raus. Gefunden. Wir sind beide raus. Gunnar, warum ist er denn raus? Nee, du bist raus. Und ich bin raus. Wieso bin ich denn raus? Unlicht. Weil Unlicht ist Quatsch. Unlicht gibt es. Ja, aber außerdem hast du gerade. Du diskutierst gerade die ganze Zeit mit dem Geist. Also spätestens jetzt bist du raus. Pokémon hier, Unlicht, Typ nicht. Der Typ Unlicht ist in den Spielen seit der zweiten Generation vertreten. Das ist ein Pokémon-Typ. Nee, so eine Scheiße. Das lass mir jetzt nicht ankreiden, dass du jetzt plötzlich Geist bist nebenbei. Natürlich. Gibt's noch Wasser irgendwo? Bin ich jetzt auch Geist? Nee, was? Wer ist jetzt Geist, Leute? Willst du in mein Glas Wasser haben? Ich hab schon gewonnen. Okay, Gunnar, fang an. Aber Unlicht nee. Existiert. Unlicht? Du kannst doch nicht eine Pokémon-Art. Warum denn nicht? Es soll denn Unlicht sein? Du kannst auch Mana nehmen oder sowas. Ja, und Mana ist auch ein Wort. Das haben wir nie. Ja, oh Leute. Eine Pokémon-Art. Dann nehmen wir auch alles in Deutschland alle. Dieser Knospe. Knospe. Und jetzt, weil ich alle dann nehme ich gleich. Wann du hast reagiert? Ja, und? Ultrigaria. Das Spiel ist schon lang vorbei. Geister essen kalt Kuchen, ey. Was soll das denn? Nee, das ist scheiße. Wir machen das nochmal hier. Nein, das ist scheiße. Wir machen nochmal neu von vorne jetzt. Du hattest, glaube ich, auch vier Leben, glaube ich. Halt dir mal die Fresse jetzt. Boah, ey, Chat wird gerade so ausrasten. Dieses ewige Gelaber, ey. Arrogante Florentin. Ja, aber der Chat ist hundertprozentig auf meiner Seite. Können wir dann und so ein Smiley erfinden, so ein Arrogance Florentin, ja. der so komisch ja. guckt? Ja, danke. Also Gunnar, bin so ein Gewinnertyp. Fang jetzt an. Neue Runde, neue Runde, letzte Runde. Dann spielen wir dieses andere komische Spiel. Fußball. K. Was? K. L. A. K, L, A. S. S. I. S. Nee, du hast geblufft. Klassisch. Du hast nicht geblufft. G. Oh, gut. Ne? Sehr guter Buchstabe. Einer der besten Buchstaben. Ein Konsonant. I. N. S. Nein! Nein! Ja. Ja, alles in Ordnung. Was hast du gesagt? S. Hast du I gesagt? Mhm. T.
Was? Alle anderen nicht. 3, 2, 1 Raus. Oh. Was hast du gedacht? An die Ginsofofi. Ginsofofi. Kleine Anmerkung, ich hätte bei Gin schon verloren. Ja, weiß ich, habe ich aber wollte ich nee, noch weiterleben. Okay. Was hast du denn gelesen? Was ist denn was habt ihr denn Ginster? Gedacht? Ginster. Was? Ginster. Das ist eine Pflanze. Ginsterwald gibt's zum Beispiel. Ja, das ist ein Name. Das ist eine Pflanze. Das ist eine Pflanze, mein Freund. Ja, wenn Elbe nicht zählt, dann aber zählt Elbe auch die Elbe. Zählt. Elbe, oh, Leute, jetzt wird's aber albern. Dazu kam es ja gar nicht. Dazu kam es ja gar nicht bei Elbe. Ich habe das mal ganz genau im Kopf. Das war einfach so, ich fühle mich betrogen, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Du hast 2 Leben verloren, du bist dran. Wie? Du gleich bin ich wieder Geist und dann komme ich zurück. Und zwar mit einem F. Call doch den Bluff von ihm, anstatt zu bluffen. F. Hatten wir noch nicht. Die beiden haben angestoßen. Ich wusste, dass da irgendwas gibt. L. E. Flair wäre jetzt schon ein Name. Ja. Naja, gilt auch als Legende. C. K. Der Dob ist ein Name. Fleck. Ist ein Name. So heißt man. Herr Fleck. Und du jetzt. Fleck Paul. Ich bin konzentriert. Mach mal. R. Sag den Vokal. C. H. N. Was war das? N. U. N. Da noch was anderes auszumachen? Knifflig. F vielleicht? Zählt jemand? T. Kannst auch einfach mal weitermachen. Mal guck, was ist. Nee, was meintest du mit Rechnut? Rechnutte. Ah. Die Rechnutte. Die Rechnutte. Die Rechnutte. Was unterscheidet die von der normalen Nutte? Ja, Florian, die verloren, ne? Die hat ein Rechen dabei. Linkshänder. Ach, keine Ahnung mehr. Wow. Wow. Ich habe 8 Mal um die Ecke gedacht. Die Rechnen okay, links. Komm. Oh, ich glaube, wir müssen richtig in die Werbung. Nee, ja, wir die Runde machen wir zu Ende jetzt. Geht schnell. N. E. G. E. Was soll ich tun? Ich kann nichts tun. Ist ja jetzt bitter, mit einem Wort auszuschütteln. Mein letztes Leben. 3, 2 Ich bin mir ich hätte mal überlegt, was Florian so gedacht hat. Das hätte mich mal interessiert. Nägeleierleier. Das hätte ich auf seiner Stelle auch gesagt. Geist. Ich hätte auf jeden Fall nachgefragt, okay, was ich von Flo gedacht hätte. Bin ich jetzt schon Geist, oder was? So. Hallo. Ha. Oh. Ich bin so schlecht in dem Spiel. S. Was diese Augen immer. T. Was? I. G. Was meinst du? Hostess. Oder Hostel. Ja, was? Hostess? Hostess? Ja, klar. Ja, doch schon. Doch. Ist im Blumen. Ich hatte Angst, dass er auch S sagt, oder nicht? Was wäre Hostel oder was war's? Es war knapp. Oh Gott, es tut so weh, ignoriert zu werden. W. U. N. D. B-U-N. D. Ich habe D noch gesagt. S. C. O, Gunni. Kommst du da raus? Welches Wort? Wunschzettel zum Beispiel. Wunsch. Oder einfach nur Wunsch. Das reicht ja eigentlich. Ach so. Wunsch. Wunsch. Was hat er jetzt gesagt? Das Ding ist bei Gunnar einfach, er hat keine Wünsche mehr. Alles geschafft.
Okay. Ich habe echt nicht auf Wunsch gekommen. Ich irgendwie was. Hä, was? Wunsch? Wunschzettel. Wunschzettelautomat. Wunschzettelautomatstift. Wie er das auch angesprochen hat gerade, ne? B. Oh, hast du schon was gesagt? R. D. B, R. D. B, R, D. A. Bra. Bra. Bist du Gunnar? T. H. Du musst jetzt machen, ne? 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. A. Reagier. Brathaar. An was hast du gedacht? Brathahn. Ein gebratener Hahn. Ja, ein reiner Brathahn. Ich wollte nicht Brathähnchen. Ich bin erst nach meinem A draufgekommen, dass Hähnchen vielleicht cleverer wäre. Brathahn gibt's nicht. Das werde ich jetzt googeln. Brathahn, ja, ist bei Huhn halt, ne? Aber Brathahn... Bratan. Spielt er bei Arsenal? Ja. Bei wo? Bei Paris. Bratan Ibrahimovic? Ja, der spielt bei Paris. Paris. Hä, und wo spielt Messi eigentlich gerade? Brat. So, hier. ndr.de Rezept Brathahn mit Lauchmöhrengemüse. Okay. Gut. Lauchmöhren, also wenn der NDR ein Rezept dazu hat, will ich nichts gesagt haben. Also ich glaube Lauchmöhren. Was? NDR Lauch- oder NDR? Lauchmöhren? Lauchmöhrengemüse. Das benutze ich ja nicht. Im Alter war weiter, Flo. Okay. Aber wie viel Leben hast du? Ich habe eins verloren. Du hast eins verloren. Dann habe ich noch eins. Wie viel hast du noch? Okay. Oh. Ihr E. G. Er ist ja relativ verzichtlich. Hast du schon, Gunnar? Oh. Das ist... Ich glaube, in ein paar Sekunden machen die einfach Werbung. Das ist doch ein Bluff. Wieso hat er gerade gelacht eigentlich? Hat er gerade auf mich reagiert? Ja, hast du jetzt den Bluff gecallt? Ja, ich call Bluff. Ja, stimmt. Wie viel Leben hast du noch? Zwei. Ich habe eins verloren. Echt? Jetzt wie viel hast du? Glaube ich, oder? Habe ich schon zwei verloren. Du hast auch schon zwei verloren. Weiß ich. Ich habe alles schon gefressen, alle Leben. Ich glaube, ich habe erst einen verloren. Okay, ich habe zwei verloren. Wie aber Igor. Verloren? Ich weiß gar nicht. Igor wollte ich nämlich auch machen, aber das ist ein Name dann wieder. Ja? Haben wir ich nur glaub, einen Geist jetzt, oder was? Tatsächlich. Du hast auch schon Leben verloren. Erzähl doch nichts. Du bist der Schlechteste in der Runde. Ja, was soll ich denn machen, Mikro rutscht, ey? Was ist das? Das ist alles. Wir haben sie nicht wegmacht. Okay, Werbung. Wir machen ganz kurz Werbung. In der Zeit rechnen wir aus, wer wie viel Leben hat. Bis gleich, wir sind gleich wieder zurück. Habe ich schon eins verloren? Ja.